what you can do. My turn. Alright, let's. Man kann natürlich S-Craft jetzt direkt spammen. Yes, sir. Aber wie viel das bringt, weiß ich nicht. Gut, wir haben ihn blind und poison 50, freeze 50. Er ist Level 50. Strength minus 5. Warte mal, Stats Down? Funktioniert denn das? Funktioniert Stats Down bei ihm? Ja, er hat 50%. Also, ich würde seine Strength ganz gerne reducen. Okay, super. Das ist natürlich immer sehr gut, wenn das direkt schon mal überhaupt gar nicht funktioniert. Warte mal, funktioniert Confuse? Nee, Confuse funktioniert gar nicht. Movement minus 50%, komm schon, wenigstens das. Armor Breaker, komm, Laura. Hä, what? Ach du Scheiße, kann man gegen den überhaupt gewinnen? My turn. Ich dachte eigentlich, das ist jetzt nicht so wie bei, als wir gegen Instructor Sarah gekämpft haben, wo man wirklich faktisch gesehen gar nicht gewinnen konnte. Eigentlich kann man gegen den hier gewinnen. Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, kann man eigentlich gewinnen. Aber er weicht verdammt oft aus. My turn. Also er weicht unfassbar oft aus. Now. Das hatte ich so gar nicht in Erinnerung. Ja. Yeah. You have my thanks. Here we go. So, ja. Here we go. Warte mal, funktioniert Attack Delay überhaupt? Nee, das funktioniert gar nicht bei ihm. Na, dann kann ich auch wahrscheinlich gleich einen normalen Angriff machen. Und dann hau ich mal jetzt vielleicht noch Reen's S-Craft gleich mit hinterher. Ja, der hält gar nicht. Seht ihr, wie viel der aushält? Ich könnte den nicht mal mit S-Craft. Ich könnte nicht mal mit allen vier S-Crafts gewinnen. Yes, sir! Wir müssen aber vor allem nochmal Milliam und Emma verbinden. Okay. Stats Down funktioniert leider nicht so gut. My turn. In allein stehen ist auch nicht so eine gute Idee, wie ihr seht. Ja, Feint hat auch 0, deswegen weiß ich nicht, wie viel das tatsächlich bringt. Here. It's my turn. Wir müssen mal Leute boosten jetzt hier. Wir müssen mal ein bisschen boosten. Arcus. Und ich glaube, das lässt ihn leichter unbalancen, wenn wir Analyze haben. 58.000 HP. Unbalancen kann man wirklich ganz schwer nur, aber wenn, dann halt mit so einem Schwertangriff, ne? Arcus, activate. Ach, warum gehst du denn nur auf Emma, Junge? Warum denn jedes Mal immer nur? Shatter! Digga, der weicht so... Ey, der weicht so verdammt oft aus. Es ist ja wirklich nicht mehr feierlich langsam, wie oft der ausweicht. Yes, sir! You have my thanks. Ja, wenn, dann Milliam angreifen. Das ist eigentlich dann am besten, ja. So, Defense ist down, das ist schon mal sehr gut. Ja. Alter, wie lange ist sie denn noch? Wie lange hat sie denn diesen Effekt noch? Sie kann dann nie wieder Craft benutzen, oder was? My turn. Und sie jetzt auch nicht mehr, das ist schon echt scheiße. Arcus, das Random Effekt? Ja. Soll ich auch mal probieren? Go. Ja, du, das hat auch gar keine CP mehr. Du musst jetzt einfach mal ganz normal angreifen. Ah, Rush hätte ich benutzen müssen, scheiße. Fool. I'm sorry, everyone. Ja, das ist auch ganz schlecht jetzt, dass Emma down ist tatsächlich. Die muss mal revived werden. Thank you very much. Right. Thank you very much. Oh, das hielt auf längere Zeit, das ist auch ganz nice. Go! This old dog still knows a few tricks. Ja, ich merke das schon. Thanks. So, jetzt hielt sie über Zeit, das ist ganz nice und du musst wieder mit Armor Breaker ran. Ach, kannst du gar nicht. Na dann. Ja, dann mach das mal. Ach, warum misst sie denn? Also Laura misst so oft, ey.
Laura ist die stärkste von uns allen und kann am meisten Damage machen. Sie trifft aber nie, ey. Sie muss einfach mal einmal treffen. Ist das denn so schwer? Ja. Arcus, my turn. Jetzt haben wir auch den Crit verspielt, weil keiner von denen kann man normal angreifen, ne? Weil der mit jedem... Das ist Seal, ne? Der sealt mit jedem Angriff, sealt der irgendwie. Arcus! Go! Und Attack Delay macht er auch bei jedem von uns, immer. Immer, wenn er das macht. Ah, blind. Ich habe halt auch nichts, was blindet, ne? Ja, sie healt, das ist ja okay. Alle brauchen eigentlich diesen Effekt, dass sie halt immer wieder healen, so, ne? My turn. Oh. Wir müssen uns alle motivieren. Laura braucht wirklich nochmal Heal. Du musst dich wieder mit Emma verbinden. Und auch du brauchst eigentlich Heal, aber du kannst dich, glaube ich, selber healen, ne? Ja, das brauchst du jetzt nicht machen. Ja, du hast keine EP mehr, leider. Muss jetzt einfach hoffen, dass sie das nochmal überlebt einmal. Ich mache immer noch nicht Rush, leider, weil ich das vergesse. Okay, das ist jetzt gut, dass er jetzt nicht mehr Milliam angreift. It's my turn. You have my things. Dann mache ich jetzt mal Lauras. Ascraft. So, und wenn jetzt noch Milliam macht, dann haben wir fast gewonnen, ey. Fast. Noch nicht ganz, aber fast. Wenn ich jetzt mal endlich Rush gemacht hätte. Oh, Cover. Ja, geil. Ja, sehr gut. Yes, sir. Jetzt Giant Breaker. Haben wir den schon mal gesehen? Ja, ne? Ich weiß es gerade nicht, aber auf jeden Fall ist er das hier. Das ist eine sehr, sehr, sehr starke S-Craft-Attacke, die alle Gegner auf dem Feld trifft. Also sehr gut, um kleine Viecher irgendwie vom Feld zu swipen. So, das war auch ein Crit. Und damit... Yeah, you didn't stand a chance. Haben wir zumindest diesen Kampf gewonnen. Not bad. Radiant Wings, oha. Okay, krass. Strength und Defense plus 50%. Wir haben gewonnen. Wow. Haben sie wirklich Meister Klaus besiegt? Ich hätte nicht weniger erwartet. Es ist schon lange her, dass mich mal jemand im Kampf besiegt hat. Ja, dafür brauchen wir aber auch 4 Leute. Er wirklich mal wirklich müde. Ich schätze mal, das ist der stellvertretende Meister auf der Schule für dich. Mein Gott, das war ein schöner Kampf. Und deine silberne Puppe war sogar noch ein viel stärkerer Gegner, als ich gedacht hätte, junge Lady. Nun, es gibt nicht viele Leute, die seinen Schlägen so gut standhalten können wie du. Und der Radiant Blade Master soll auf einem noch höheren Level sein. Das ist auf jeden Fall eine große Welt da draußen. Nun, das ist wahr. Meister Reen? Ja. Es war schön, die Fähigkeiten eines Schülers von dem 8 Leaves One Blade Style zu sehen, aus erster Hand. Ich konnte aber merken, dass du irgendwie, glaube ich, ein bisschen dich zurückhältst. Nur für einen ganz kleinen Moment. Etwas zurückgehalten? Das habe ich mir schon gedacht. Es tut mir leid, falls ich etwas Unangebrachtes gesagt habe. Du musst den verwirrten Worten eines alten Mannes kein Gehör schenken. Nein, vielen Dank, dass du das gesagt hast. Ich werde es mir zu Herzen nehmen. Ich verstehe es nicht. Aber ich schätze mal, damit ist die Anfrage wohl erledigt, hä? Auf jeden Fall, ja. Vielen Dank für eure Vielen Dank dafür, dass ihr uns geholfen habt. Das war, denke ich mal, für jeden hier eine sehr schöne Trainingssession. So einen geilen Kampf selber mit anzuschauen, allein schon das Anschauen hat mich richtig hochgeboostet. Wir sind sehr dankbar für alles, was ihr für uns getan habt. Nein, überhaupt nicht. Das war doch unsere Ehre. Wenn wir uns wieder treffen, dann hätte ich auch gerne mit euch einen kleinen Trainingskampf. Es wäre uns eine Ehre. Wir werden so viel trainieren, wie es unsere
Fähigkeiten zulassen in der Zwischenzeit. Du wirst dich nicht, wir werden dich nicht enttäuschen. Es waren nur ein paar kurze Monate, aber euer Wachstum ist schon immens. Du hast auf jeden Fall deinen Klassenkameraden dafür zu danken. Wenn ich sehe, wie schön ihr zusammenkämpft, dann füllt mich das mit Freude. Ich stimme zu. Ich denke, sie sind der Grund, warum ich so wachsen konnte, wie ich konnte. Und auch diese Anfrage anzunehmen hat mir geholfen, weiter zu wachsen. Laura. Der Tag wird eventuell, eines Tages wird der Tag kommen, wo du mich schlagen wirst. Im 1 gegen 1. Wahrscheinlich früher, als du denkst. Und du kannst dir sicher sein, dass ich weiter trainieren werde, bis ich dieses Ziel erreiche. Darauf freue ich mich schon sehr. Ich wünsche euch das Beste hier auf eurer Field Study in Legram. Möge es eine schöne Erfahrung für euch sein. Ich werde dafür beten, dass ihr erfolgreich zurückkehrt als Butler. Vielen Dank. Lauras Escraft Radiant Dance wurde jetzt zu Radiant Vaults, einem noch stärkeren. Holy shit. Das ist natürlich sehr, sehr nice. Jetzt schaue ich nochmal ganz kurz in der Aufnahme. Oh, okay, ja gut, wir sind bei einer Dreiviertelstunde. Das wäre ein cooler Part. Oder aber, ich mache gleich eine Doppelfolge draus und wir machen einfach noch ein bisschen weiter, würde ich sagen. CP sind bei uns natürlich ganz schön im Arsch, können wir aber dann mit der Zeit natürlich wieder auffüllen. Wir müssen jetzt sowieso auf den Highway, da sind auch ein paar normale Monster, bevor dieses fette Bossmonster kommt. Weißt du, gerade eben alles gegeben gegen den Butler und jetzt gleich schon wieder raus. Gegen Monster kämpfen. Hey, Lady Laura, ich wusste gar nicht, dass du schon wieder zurück in der Stadt bist. Ich bin vor kurzem angekommen. Wie sind die Dinge hier so gelaufen in der Kirche, während ich weg war? Ach so, wie immer, würde ich sagen. Predigten zu geben macht immer noch nicht wirklich Sinn, wenn sie tatsächlich mehr Glaube haben als ich. Und Sermons, das muss ich gerade zugeben, das musste ich gerade mal ganz kurz nachgucken, deswegen war es ganz kurz still, denn da habe ich wirklich keine Ahnung gehabt, was das heißt. Predigten. Ich schätze mal, dann sind die Dinge nicht wirklich anders seit dem letzten Mal, ha? Vielleicht sollte ich hier nicht dazwischen funken, aber wäre es nicht vielleicht ein bisschen besser, wenn du dich ein bisschen mehr anstrengst in deinem Job? Tut mir leid, ich bin einfach nur nicht gerade der Typ, der so die Motivation rankriegen kann, so hart zu arbeiten. Ach so, super, dann stehst du ja da genau richtig. Die Leute der Stadt haben einfach mehr Glauben als der Priester, der hier eigentlich seine Predigten halten soll. Das macht natürlich sehr viel Sinn. Gut, hier haben wir Vatos Laden. Hier kommt gleich auch die Anfrage und da können wir auch gleich mal schauen, ob wir hier bessere Waffen haben. Vielleicht sollten wir zuerst hierher gehen, sollen die besseren Waffen kaufen und danach gegen Butler Klaus kämpfen. Willkommen ihr alle. Ich hoffe, es geht euch soweit gut. Wenn ihr irgendwas braucht, egal ob es mit Ordnance zu tun hat oder Waffen, dann könnt ihr gerne hierher kommen. Vielen Dank, Duncan. Wie immer ist dein Service von unschätzbarem Wert. Es ist schön, dass du das sagst. Achso, das erinnert mich gerade daran. Ihr bearbeitet doch diese eine Anfrage, die ich Torvald gegeben habe. Richtig. Wir sollten etwas mit den Lampen bei den Straßen machen, richtig? Könnten wir ein bisschen mehr Informationen darüber bekommen? Natürlich. Kann aber ein bisschen dauern. Also habt ihr jetzt die Zeit dafür? Klar. Ja, ich denke, das sollte kein Problem sein. Sag uns nur, was du gerne getan, was zu tun ist und dann werden wir es tun. Okay, dann werde ich mal anfangen. Ich schätze mal, ihr wisst alle, was so eine Straßenlampe ist, richtig? Und ich denke mal, dass ihr auch wisst, dass man diese Straßenlampen warten muss, damit sie richtig funktionieren. Vor allem hier in Legram ist das. Da die Feuchtigkeit durch den ganzen Nebel dafür sorgt, dass es oft zu Kotschlüssen kommt. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich Torvald diese Anfrage gesendet, damit er mal nachschaut. Zu meiner Überraschung hat er tatsächlich rausgefunden, dass so ziemlich alle Lampen hier in der Nähe mal gewartet werden müssen.
Ich schätze mal, dann willst du, dass wir sie alle in einem Zug direkt ersetzen? Korrekt. Um ein bisschen spezifischer zu sein, ich möchte, dass ihr ihre Augment-Lichter ersetzt. Das hört sich auf jeden Fall nach einer langen und eher härteren Arbeit an. Die Art von Arbeit, wo ich normalerweise jemand anderen für bezahlen würde. Trotzdem, diese Lampen sorgen für die Sicherheit der Leute, die hier langlaufen. Das ist wichtig. Hört sich in etwa so wichtig an, wie Dreck aus meinem Bauchnabel rauszukratzen. Aber naja, gut, können wir nichts gegen machen. Ja, das hört sich auf jeden Fall nach etwas an, was Torvald normalerweise alleine machen würde. Ist das nicht richtig? Ist es. Er würde uns wahrscheinlich auslachen, wenn eine Gruppe von Schülern nicht in der Lage ist, ein paar Lichter auszutauschen. Das erinnert mich an unsere Field Study in Keldic. Das muss ich auch gerade sagen. Das wollte ich eigentlich auch gerade sagen, dass mich das auch daran erinnert. Richtig, damals mussten wir auch sowas tun. Ich schätze mal, jede Stadt braucht seine Lichter, seine Lampen. Ja, dann seid ihr praktisch darin schon Pros, nicht wahr? Nicht wirklich. Ich hatte es endlich geschafft, meine Erinnerung an diese erste Field Study ein bisschen zu verschleiern. Oh, das ist nicht fair, Leute. Hört auf, euch an Sachen zu erinnern, wo ich nicht da war. Ha, das hast du davon, dass du erst so spät dazugekommen bist. Na, ich schätze mal, diese Lampen brauchen wahrscheinlich wieder einen Code, den man eingeben muss, nicht wahr? Nicht wirklich. Diese Lampen hier, für die braucht man einen Schlüssel. Deswegen braucht ihr das hier. Der Wartungsschlüssel. Nun, das macht es auf jeden Fall leichter. Ja, ich bin froh, dass ich mich diesmal nicht an diesen Code erinnern muss. Und hier sind die Ersatzlichter, die ihr braucht. Das sind viele Lichter. A01 bis A05. B01 bis B09. Sie sind alle mit Buchstaben und Zahlen gekennzeichnet. Ja, das sind sie. Und jeder von ihnen passt zu genau einer Straßenlampe, wo sie ersetzt werden soll. Ihr benutzt das A01-Licht bei der A01-Lampe. Wo A01 auch draufsteht, ne? Wisst ihr ja, seid ihr bestimmt nicht blöd. Also, braucht ihr noch irgendwelche Hinweise, wie man die austauscht? Ne, ich weiß noch ungefähr, wie man das macht vom letzten Mal. Ich denke mal, das passt. Die überlassen das einfach irgendwelchen Schülern aus so einer Militärakademie, so diese Wartungsarbeiten, die eigentlich ein Techniker machen muss. So, das ist, aber gut, okay, das sind andere Zeiten. Und außerdem sind die Straßen wahrscheinlich dann auch relativ gefährlich mit den Monstern, deswegen kann das wahrscheinlich in den meisten Fällen gar nicht einfach so irgendein Wartungstechniker machen, sondern da müssen immer irgendwelche Kämpfer noch mit dabei sein. Nun, das scheint alles zu sein, was wir wissen, um zu starten. Dann werden wir uns jetzt auf den Weg machen. Viel Glück! Ja, danke, aber trotzdem würde ich ganz gerne... Guck mal, hier können wir nämlich auch schon customizen. Hätten wir fucking mehr U-Material, ey. Ich habe kein U-Material! Aber wir haben jetzt wieder ordentlich Mira, dadurch, dass wir diese ganzen Dinger hier so und jetzt, seht ihr? Ja. Oh, wir haben nicht genug Geld. Wir haben nicht mal genug Geld, um uns mal die bessere Ausrüstung hier zu kaufen, das ist echt nicht gut. Oh, auch diese Schuhe hier wären wirklich sehr gut. Auch für Reen. Wo, oder? Agility? Ja, Agility geht ein bisschen verloren. Aber Defense geht hoch, Speed geht hoch. Ja, wir haben echt leider wirklich nicht so viel Geld, ne? Auf der anderen Seite brauchen wir natürlich das alles hier auch nicht mehr, ne? So, wir können ja die alten Waffen verkaufen und davon können wir uns auch neue Waffen dann kaufen. Richtig. Dann kriegt auch Millium ihre gute Waffe hier. Und einmal könnten wir noch die Wanderschuhe. Das Wanderschuhe könnten wir noch genau... Achso, Wander... Nee, die hier.
So, und jetzt vielleicht hat ja, haben wir noch Schuhe, die noch besser sind? Nee. Ja, doch. Die roten Schuhe für Millium zumindest. Okay. Damit sind wir zumindest erstmal alle wieder, was Waffen angeht, auf dem neueren Stand. Natürlich kann man die jetzt auch noch wieder aufbessern. Wir brauchen halt U-Materialien, ne? Dass wir zumindest vielleicht mal Lauras und Reens Waffen dann nochmal zusätzlich aufwerten können. Das wäre schon wirklich cool. Ach so, genau, wir waren noch nicht in den Häusern. Guten Tag, Lady Laura. Es ist schön zu sehen, dass du so gut aussiehst wie immer. Hallo Sven, was machst du so? Aber ich bin so fit wie immer, vielen Dank. Ob du eine Brücke repariert haben willst oder eine Wand gebaut haben willst, dem guten alten Sven kannst du das alles überlassen. Ich gehe tatsächlich jetzt gleich mal auf den Highway und fix da eine alte Statue. Ich habe gesehen, dass die ein bisschen schief steht. Wenn ihr da auch lang geht, dann passt auf jeden Fall auf den Nebel auf. Der kam relativ ohne Warnung. An genau solchen Tagen fangen die Geister an, ihre Tricks zu... fangen die Geister an, rumzutricksen. Das ist in der Tat richtig. Wir werden auf jeden Fall aufpassen. Boah. So einen richtig nice Bauarbeiter, der alles kann, auf den man sich verlassen kann, der hier alles baut. Boah, das ist eigentlich auch sick. Ich finde es zwar an und... Warte mal. Ich finde das gleichzeitig so an und für sich geil, aber natürlich auch mega scheiße. Also klar... Das sind drei Betten, das heißt, die teilen sich hier alles. Das ist irgendwie nur ein großes Zimmer hier oben, ne? Stell dir mal vor, das wäre dein Kinderzimmer. Es ist grundsätzlich mega cool. Guck mal, so ein großes Haus und du hast hier oben so diesen mega Ausblick über das ganze Haus. Also die Position ist eigentlich mega geil. Aber du hast keine Wände, die dich von deinen Eltern da unten trennen. Also Privatsphäre ist gleich null und das ist natürlich dann wiederum richtig scheiße. Aber der Ausblick ist, also... Krass, hier ist alles, alles, ne? Alles in einem Raum sozusagen. Das ist so ein Ein-Raum-Haus. Die Geister sind hier immer noch lebendig in Legram. Wir können sie nicht sehen, aber sie wachen immer über uns. Ha, heute scheinen sie ein bisschen irritiert zu sein. Vielleicht wegen unseren neuen Gästen hier? Ach so, ja. Lady Laura, du bist wieder da. Es ist so schön, dass du für uns wieder zurück nach Legram kommst. Nun, ich bin zurückgekommen, das stimmt auf jeden Fall, aber... Ich bin leider nicht hergekommen, um... also wegen euch, ihr seid mir eigentlich scheißegal. Ich werde auf jeden Fall ein bisschen viel zu tun haben bei der Field Study, also behalt das im Sinn. Ich kann nicht glauben, wie strikt Thors ist. Ich könnte das, glaube ich, gar nicht, so wenig Freizeit zu haben. Deswegen haben wir alle gedacht, dass St. Astraia eine viel bessere Schule für dich wäre. Alle diese Monate ohne dich hier, es fühlt sich so deprimierend an. Jeder Tag, wo Laura nicht dabei ist, hat mein Kissen ein paar mehr Tränen gesehen. Ich sehe, dass du mit der Zeit immer noch nicht weniger anhänglich geworden bist. Streichelt den Kopf. Ach, es ist so schön, dass ich wieder in deiner Gegenwart stehen darf. Wow, du bist ein Held in dieser Stadt. Die Leute hier in Legram mögen Laura wirklich sehr gerne. Und dieses Mädchen sogar noch mehr. Ja, beliebt bei den Leuten zu sein, kann auf jeden Fall nicht schaden. Ganz im Gegenteil. Oh, Doggy, Doggy. Pero. Dir geht's also auch gut, Pero. Wuff, wuff. Sweet, cute as fucking shit. Oh, guten Tag, Lady Laura. Du bist zur perfekten Zeit hergekommen. Wir haben frischen Käse gemacht, zusammen, den wir aus Ziegenmilch gemacht haben, um deinen Hunger zu stillen. Ich werde später welchen zur Villa bringen. Darauf freue ich mich schon. Das Essen heute Abend wird so viel besser schmecken. Wow, du hast recht, es riecht schon so lecker hier drin. Nun, kann man ja mal ganz kurz etwas probieren. Oh nein, lieber nicht. Das ist ja eine charmante Freundin, die du da hast. Ja, charmant könnte man auch sagen, könnte man auch nicht sagen. Je nachdem, wie man das betrachtet. Okay. Zwei Wohnhäuser in Legram. Da ist der Bahnhof, da ist der Highway. Wir haben alles, bis auf die Apotheke. Hier ist noch eine Apotheke. Aprikose Inn. Ach nee, Quatsch, das ist keine Apotheke, es ist eine Unterkunft hier. Das ist eine Unterkunft. Hier kann man einmal resten. Ja, und mehr eigentlich nicht wirklich. Also, ich habe angefangen, mein Boot zu verleihen.
Ich hatte gehofft, dass ich es euch nutzen lassen kann, während ihr hier seid, aber... Sieht so aus, als würden die Geister von Lake Ebel heute ein bisschen, außer Kontrolle geraten. Das ist wirklich schade. Also keine Bootstour, schätze ich mal. Das ist natürlich wirklich schade, klar. Was will man machen? Ja, das ist einfach ein Spiel, da muss man sich die Zeit nehmen und alles wirklich erkunden, ne? Ich muss zugeben, auch wenn ich damals natürlich auch das Game enjoyed habe und auch nicht durchgerusht bin, aber ich habe mir wirklich nicht so hundertprozentig die Zeit genommen, wirklich mal alles zu erkunden, überall lang zu laufen, mit zumindest den allermeisten Leuten zu sprechen. Guck mal hier, das habe ich zum Beispiel, glaube ich, gar nicht. Wow, I didn't think that door led out here. Ja, das habe ich auch nicht gewusst, William. Nice find. Ich glaube, hier bin ich gar nicht gewesen bei meinem ersten Playthrough. Also wir finden hier noch so viel, was auch für mich blind ist. So viele Verstecke, so viele viele Dialoge. Und das ist einfach die Art von Spiel, wo man sich wirklich einfach die Zeit nehmen muss. Man muss es genießen, man muss auch Bock drauf haben, ne? Wenn man so eine richtig kurze Aufmerksamkeitsspanne hat oder einfach immer die Action braucht, ist das Spiel überhaupt gar nichts für einen, weil es wirklich ruhig und langsam ist. Aber das ist halt wirklich das, was ich komplett enjoye. Das werde ich so krass vermissen, wenn wir dann nachher in die späteren Teile reingehen. Weil ich es einfach unfassbar geil und super finde. Das will ich auch wirklich einfach nur nochmal erwähnt haben. Deswegen lasse ich mir hier alle Zeit, wir erkunden alles, machen ganz chillig und entspannt. Ich will die Zeit auch genießen. Natürlich habe ich auch Bock auf die anderen Teile. Ach, aber die Atmosphäre ist einzigartig in diesem Game, ey. Trails of Cold Steel 2, wenn ich mich recht entsinne. Ich kann mich auch nicht mehr so gut daran erinnern. Weil, wie gesagt, ich habe die so durchgesuchtet, die Teile ohne Pause, ohne... Da gab es keinen Morgen, ne? Da hieß es den ganzen Tag nur The Legend of Heroes. Und dementsprechend weiß ich, der zweite Teil hat auch noch so ein bisschen die Musik von dem hier. Der hat auch viele neue Tracks. Der hat auch die alten nochmal so ein bisschen übernommen. Ab Trails of Cold Steel 3... ist die Musik quasi fast komplett neu. Da gibt es, glaube ich, nochmal irgendwie so einen Remix oder so. Das ist auch geile Musik, keine Frage. Und da, der Vibe bleibt der gleiche über die ganze Serie verteilt, aber der Teil macht es noch mit am besten. Der macht es irgendwie einfach noch mit am besten. Der hat einfach immer so einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Deswegen wird das auch wahrscheinlich nicht das allerletzte Mal sein, dass wir Trails of Cold Steel 1 auf diesem Kanal hier sehen. Ich mache wahrscheinlich irgendwann, aber das wird wirklich noch ewig dauern. Irgendwann mache ich dann nochmal einen Run, wahrscheinlich auf der schwierigsten Schwierigkeit, wahrscheinlich Nightmare, und dann ohne so auf die Story komplett zu achten. Das ist dann kein Let's Play mehr in diesem Sinne, dass wir uns nochmal hier alles durchlesen, sondern das ist dann wirklich mehr oder weniger für die Challenge. Dann daten wir mal jemand anderen, nicht Alyssa, sondern ein anderes Mädchen, denn das kann man sich ja dann auch später noch aussuchen. Und ja, dann machen wir dann einfach so ein paar Sachen mal so ein bisschen anders und spielen auf einem höheren Schwierigkeitsgrad. Aber für jetzt konzentrieren wir uns wirklich voll und ganz auf die Lore. Die Fische sind auf jeden Fall sehr lebendig. Das liegt wahrscheinlich an den Geistern und ihrem Segen, den sie auf diesen See gegeben haben. Ach, Bem, ja genau, das wollte ich gerade noch mal nachlesen, denn wir hatten ja vorhin auch schon gesagt bekommen, dass Bem gerade frische Fische angelt. Ja, der ist quasi Fischers Fritz. Nun gut, wir haben Le Gram komplett erkundet. Allerdings bleibt in dem Part jetzt doch keine Zeit mehr, um auf den Highway zu gehen. Das machen wir im nächsten Part von Trails of Cold Steel. Und in dem Sinne bedanke ich mich recht herzlich fürs Einschalten. Und mal schauen, was für ein Monster dort auf uns wartet. Ich bin gespannt. Wird es so stark sein wie Klaus? Ich denke eher nicht. Ich hoffe eher nicht. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.